Seit zwei Monaten ruft auch Muezzin Adil Kececi in Allendorf 1100 Arbeitnehmer aus der Türkei zum Gebet. 54.000 Mark sparten sie in zwei Jahren in ihrer Eisengießerei, um ihre Glaubenspflicht erfüllen zu können. Die Betriebsleitung steuerte 70.000 Mark bei. Mittags 12 Uhr und bei Sonnenuntergang wechselt er vom Dreher zum Laienpriester. Die neuen Werkswohnungen für die ausländischen Arbeiter. Sie beginnen die heilige Handlung mit der traditionellen Waschung vor ihrem behelfsmäßigen Gotteshaus. Ein Beispiel sinnvoller Lebenshilfe für die 1100 türkischen Gastarbeiter in Allendorf.